Moin, in der letzten Folge hat man Albaina wieder getroffen und sie verfolgt, denn Kavan ist böse, obwohl sie nur die beste Freundin von allen sein wollte und helfen wollte. Aber zum Glück hat Kavan es dann rumgerissen und sich doch noch mit ihr angefreundet. Auf ewig? Auf ewig. Viel Spaß und bleibt geil. Gut, Jojo, kommst du gleich wieder rein? Du bist gruselig. Ich muss erstmal telefonieren. Dann tu das mal. Wenn du da anrufst, das ist nur Stille. Dann sagt sie den Ort, die Zeit und sagt dann noch Hintereingang und dann ist gut. Vielen Dank. Also, und ihren Namen natürlich. Vielen Dank. Punkt. Aufgelegt. Dann kommt sie wieder rein. Das war übrigens keine Computerstimme, es war ein Mensch. Okay. Jojo kommt rein und setzt sich hin. Überkomm kommt dann so. Was ist jetzt Phase? Haben wir 2 Stunden Treffen. Und dann? Soll ich so lange auf die Pläne aufpassen? Ja. Okay. Ja, klingt doch gut. Unterhalte ich mit ihr. Die ist gruselig, wenn die mich so anschließt. Warum? Sie muss nicht reden. Ein leichter Speichelfaden kommt zwischen ihren grimassenhaften Zähnen hervor und tropft auf ihren Busen. Ich mit ihr. Sie freut sich doch. Alles gut? Zumindest denkt sie, Jutti. dass sie sich freuen muss. Du musst sie nicht unterhalten. Mir läuft bei ihr ein kalten Schauer über den Rücken. Warum? Du hast sie schon mal angeguckt, oder? Ja. Gut. Und? Die ist durch und komisch und sie hat 5 Leute umgebracht, die ziemlich gar nicht mal schlecht aussahen, Skill her. Hast du auch schon? Ja, das ist richtig. Das heißt ja nicht, dass ich da jetzt so Bock drauf habe, mich mit jemandem zu messen, wie ich selbst bin. Hast du doch auch nicht. Sagst du, wenn die halb im Kopf umgeknickt kriegt, dann ist die auf Rampage. Wird schon nicht passieren. Okay. Wenn du das sagst. Was willst du denn jetzt? Ein Backup oder was? Willst du ein Backup? Ich will, dass wir die loswerden, und zwar schnell. Ja, aber deswegen habe ich ja dieses Treffen. Okay. Ich kann das leider nicht beschleunigen. Okay. Kriegen wir hin. Ansonsten. Wo lagern wir sie? Haben wir die im Feldhaus in der Nähe, dass wir einen Horizon verlieren können? Also irgendeine Budde, die wir dafür benutzen können? Warte. Haben wir. Bisschen außerhalb vom Turf haben wir eins, das ist kein Problem. Wenn Horizon dahin geht, stört mich das nicht. Okay, gut. Es ist nicht so weit von hier. Also für Trolley, es wäre noch im D-Gebiet, aber außerhalb unseres Turfs. Ich weiß gar nicht, ob das noch geht. Echt nicht? Lass mich das recherchieren. Recherchieren. Doch, das geht. Bist aber echt eine andere Drüber Gang. Ja. Aber Albina passt ja auf Kaban auf. Das stimmt. Toll. Ich finde es gut, dass Ich du ihn könnte jetzt könnt mich opferst. jetzt. Ich könnte mich eventuell noch diplomatisch da rausreden und das ist halt mit schon viel Eis mit Kabern. Aber wenn die da reinhaut, dann haben wir sofort Krieg. Oh. Am besten fahren wir da zusammen hin. Ja. Albina? Sie nickt energisch, immer noch mit der Grimasse, sodass ein wenig Speichel durch die Luft tropft. Wir müssen jetzt woanders hinfahren. Dann steht sie auf. Brauchst du Energie? Nein. Wasser? Ja,
Sie geht zu so einem leicht schimmligen Wandbereich, schabt da was mit der Hand ab und drückt das über ihren Mund aus, sodass ein paar Tropfen in ihren Mund sickern. Wir halten zwischendurch an. Kommst du? Ich brauche Wasser. Wir besorgen dir welches. Sie nickt. Ich gehe, unterwegs halten wir ja bestimmt an. Ich gehe in den Laden und hole Verpflegung für sogar mehrere Tage. Also, ne, so Getränke und so weiter und so fort. Das ist. Wasser, soll... hol ihr Wasser. Ja, ich hole ihr Wasser. Das ist wichtig. Es kommen nur Diskussionen. Ich hole hier einen 6er-Träger, 1,5 Liter Wasser und ja, das war's. Jojo hält hier dann eine Flasche Wasser hin. Ja, dann trinkt sie was. Oh. Also sie trinkt das Ding, sie ex das Ding. Echt? Ja. Alter Verwalter. Dann fahren wir in das andere Haus. Dann pisst sie euch in den Wagen unterwegs. Also so lange waren wir jetzt nicht unterwegs und so schnell läuft das auch nicht durch. Als Maul, natürlich waren die so lange unterwegs. Einfach für den LOL-Effekt, hä? Er steigt gerade aus und sie steht auf, aber du siehst einfach, wie sich wässrige Bahnen von ihren Beinen und ihrem Schritt ausbreitend in dieses scheiß Fußraumding tröpfeln. Dann steigt sie aus und pisst halt, während sie rausgeht, noch den Weg voll. I don't care. Ja, aber mein Auto. Und wir haben nicht mal Prossys, die sauber machen könnten. Wenigstens hat sie dir nicht ins Auto geschissen. Es hätte sie ja breit gesessen in ihrer Hose. Das hat Kaban auch. Das stimmt. Oh. Die ist so voll für Cyber. Warum hat die keinen Fäkalienbehälter? Weil du auch keinen hast. Weil Horizon wollte, dass sie wieder wie ein Mensch anfängt zu denken und menschliche Sachen tut. Idioten. Natürlich hatte sie einen Fäkalienbehälter. Das ist ausgesprochen scheiße. Wir gehen in dieses Haus. Mhm. Wir nehmen das Wasser. Ja, ja. Ich lasse die anderen dann, wenn es Zeit wird, erstmal dort und gucke, dass ich wieder zurückkomme. Mhm. Also bei Kaban, wenn du nichts machen willst, passiert da auch nichts. Das ist super. Dann gucke ich mir ihren Film an und ich würde gerne Drohnen in der Nähe haben, dass ich halt das Gebäude ein bisschen überwachen kann. Da fällt mir gerade was ein. Na gut, okay, erstmal Jojo. Und Steuersender und so. Jo, easy. Jojo guckt, dass sie das tut, was sie A mit Horizon und B mit Proto ausgemacht hat. Na, du gehst da hin. Ja. So, okay. Durch den Hintereingang. Ja, da sind hinten ist so ein bärtiger Typ mit einer geilen Pornobrille. Und einer modischen kurzer Gelfrisur, wobei ein paar Perlen in seinen Bart geflochten sind. Er trägt ein lockeres Sportsakko und drunter ein T-Shirt, wo drauf steht I love Mutti. T-Shirt spreche in 2K82 Lull. Und dann sind noch zwei andere da, eine Torte und ein anderer Dude. Der Dude sieht ein bisschen aus wie Sicherheitsdude. Die sind auch eher leisure gekleidet, kannst auch gerne Wäffchen abgehen und die gucken dich freundlich an. Er steht auch gleich auf. Guten Tag! Und streckt dir die Hand hin. Guten Tag. Jojo, ergreift die Hand. Widerwillig. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Boris Becker. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wollen wir gleich zum Du übergehen? Gerne. Schön, Boris. Das ist Ashley und das ist Nico. Freut mich. Jojo mustert alle drei kurz. Ich nehme mal an, dass die alle auch irgendwie schon so wirken, als gehörten sie zusammen. Der eine Typ hat sie gesagt Sicherheit, die andere.
Nichts, was du erkennen kannst. Okay. Gut. Ihr Comlink hat sie ausgemacht. Mhm. Signal ist dort hinten eh gestört. Proto-Special und natürlich sind White Noise Generator und so ein Shit an. Perfekt. Folgendes. Ich habe ein Angebot für Sie, das für Sie möglicherweise von Interesse sein könnte. Du glaubst gar nicht, wie oft ich das höre, aber ich bin gespannt, ja? Jojo zeigt ihm nur ein Bild, und zwar von Albina. Diese Frau. Ich kann mir vorstellen, das ist immer für die andere Seite ein bisschen schwierig. Für mich ist das auch häufig schwierig, dann umzudenken. Sie müssen schon verstehen, also Entschuldigung, du musst schon verstehen, wir sind international agierender Megacon, wir sind der 10. größte Megacon, wir sind auf dem Sprung. Und ich weiß nicht immer, was für mich von Interesse sein könnte. Ich brauche da auf jeden Fall Kontext. Gut. Es gibt oder Ashley, du eine Ahnung? Nein, ach, Mann, wozu habe ich dich mitgebracht? Okay, sorry. Es gibt eine Klinik, ungefähr 2 Stunden außerhalb von Moskau. Ja, er tippt in seinem Comic rum, ne? Die von Horizon aufgekauft worden ist. Vor einiger Zeit. Ja. Diese Dame war Insassin dieser Klinik. Insassin? Ist es eine Klinik oder ein Gefängnis? Eine Klinik. Aha. Ja. Und sie ist von dort entwendet worden, vermute ich. Es gibt ihre eigene Aussage, die bedingt zuverlässig ist, und einige Hinweise, die darauf hindeuten. Also Sie meinen unseres emotionales Recreation Center, ja? Ein Rehabilitationsprogramm, richtig. Ja, das haben wir jetzt umbenannt. Ja. Und ja, normalerweise können unsere Kunden dort auch immer auschecken. Ich werde gerade nochmal prüfen mit dem Bild. Ich habe natürlich jetzt hier keinen Matrix-Zugang, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Mehr Kontext würde nicht schaden. Ich bin natürlich interessiert. Diese Dame leidet unter einer sehr schweren Form der Cyberpsychose und ist vermutlich aus ihrer Klinik entwendet worden, um einem Alternativ, sie zeigt dabei Gänsefüßchen, einem Alternativprogramm zugeführt zu werden. Er nickt der Frau und den Dude zu, die daraufhin beide den Raum verlassen. Gut. Sie haben gesagt, die wäre von Interesse für mich. Ich sehe auf jeden Fall, egal wie das läuft. Das arme Ding muss auf jeden Fall sofort wieder Therapie zugeführt werden. Sie haben eine großartige Verhandlungsgrundlage, legen Sie doch einfach los. Sie sollten nur wissen, dass wir sofort uns auf den Weg machen. Wir bereiten alles vor, sobald Sie uns einen Ort nennen, werden wir innerhalb von 20 Minuten da sein. Das ist gut. Finde ich. Warum? Du kannst doch währenddessen gehen. Ich hoffe. OT, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was sowas wert ist, aber es ist erstmal völlig egal. Cyber wäre so ass und arschteuer. Und diese Behandlung ist auch übelst arschteuer, also von daher könnte einiges wert sein. Keine Ahnung, der Professor hat ja vorhin gesagt, ihr könnt 10 Maxi-Taxen nur für die Cyberware kaufen. Wahrscheinlich. Das heißt, ich bin, wenn ich jetzt sage, gut, Cyberware ist echt teuer, oder? Mhm. Also bei mir ist sie billiger, aber das ist nicht Prototypen, aber das ist Test-Cyberware, die was behandeln kann, was niemand behandeln kann. Vielleicht über Jahrzehnte hinweg. Hm. Gut, das heißt, wenn ich jetzt sage, also du meinst also, wenn ich bei sowas jetzt irgendwie mit 50.000 einsteige, bin ich noch sehr günstig, ja? Wenn du unbedingt Geld willst, klar. Ich sag mal so, du hast ja leider den Skill verhandeln nicht so hoch. Das stimmt. Aber
Horizon ist ja bekannt dafür, dass sie sehr fair sind. Das stimmt halt. Nenn halt eine Zahl. Naja, Information, ich kann mir noch einen Gefallen aufheben, vielleicht brauchen wir das noch mal irgendwann, brauchen wir vielleicht mal eine Image-Kampagne. Könnt ihr euch von denen... Ja, mach einfach. Gut. Ich nehme an, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich dafür gerne 50.000 hätte plus einen Gefallen in der Zukunft, der selbstverständlich in Ihr Spezialgebiet fällt, kommen wir damit beide ziemlich gut weg. Also ehrlich gesagt schwierig. Die Sache ist die, ich kann... Ich bin relativ frei zu entscheiden bei solchen Dingen, was ich anbieten kann und was nicht. 50.000 ist eine Zahl, die ich nicht so häufig, einfach freigeben kann. Ich würde Ihnen sehr gern 20.000 Yen anbieten und weiterhin ein 12-monatiges Abo zur Beseitigung unerwünschter Sins, die Sie uns einfach angeben, egal von wem, solange es sich um Leute handelt, die Ihnen oder Ihrer Gang angehören, und Sie würden dann auch gleich eine neue bekommen, falls Sie das wünschen. Wie länger das Abo? Scheiß was auf das Geld. Anderthalb Jahre und wir verzichten ganz auf das Geld. 12 Monate und ein kostenfreier Auftrag bis zu einer Spanne von 40.000 Yen bei der Charisma Association. Gut. Gott, ich liebe diese Art von Verhandlung. Ich fühle mich manchmal wie ein persischer Teppichknüpfer. Ich weiß, das war ein bisschen unangebracht. Er würde die Hand ausstrecken. Mhm. Gut, ich mache alles fertig. Ich würde Sie nächste Woche hier einfach nochmal treffen, um Ihnen dann alle möglichen Daten zu geben. Selbstverständlich wollen Sie eine Art Garantie. Das ist doch überhaupt kein Problem. Eine Sekunde. Er wird ein bisschen in seinen Taschen rumwühlen. Mann, da! Ein Röhrchen herausfingern, sich ein paar Haare ausreißen und die da reinlegen. Danke. Schön. Gut, ich wäre jetzt relativ in Eile, ehrlich gesagt, um das alles zu erledigen. Ist jemand bei der jungen Frau? Ja, der wird sich aber aus Sicherheitsgründen noch entfernen vorher. Gut, zur Sicherheit hätte ich gern ein Bild oder einen Namen, den er versteht, wenn es zur Sache gehen sollte. Ich habe dich gerade akustisch nicht richtig verstanden. Einen Namen, den er versteht? Ja. Oder ein Bild. So ein Codename quasi. Ja. Löwe, Löwe, Löwe und dann ist er quasi raus da. Ja, ja. Nico. Gut. Dann vielen Dank. Nächste Woche, selbe Stunde, bin ich da und wir regeln den Rest. Bitte heben Sie die Probe auf und ich würde nächste Woche auch kontrollieren, dass es meine Haare sind, um die es sich handelt, damit ich die zurücknehmen kann, ja? Selbstverständlich. Schön, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Oh, da fällt mir ein. Ich würde Ihnen, er legt den Datentipp hin, wenn Sie Zeit und Lust hätten, wäre das nochmal ein Feedbackbogen über unsere Zusammenarbeit. Ich weiß, war jetzt etwas überstürzt, aber es würde mir sehr helfen, auch zukünftig einfach mich in einer angemessenen Weise darzustellen und Geschäfte zu machen, ja? Können Alter. Sie, wenn Sie möchten, gerne ausfüllen, und ich würde es auch nächste Woche dann entgegennehmen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Sie haben bestimmt, du hast bestimmt einiges zu tun. So, tschüss. Tschüss. Ryzen, Feedback-Punkt vom John Freaks. Hey, entschuldige, die wissen halt, dass sie ein Geschäft anbieten als Johnson, und da muss man doch auch für sein Geschäft muss man doch Feedback erfahren, damit man sich verbessern kann. Ihr wollt doch auch bessere Leute. Jojo geht dann auch. Und sobald sie draußen ist, schickt sie Kaban auch eine Nachricht, die kommen gleich. Bevor das passiert. Erstmal. Muss Herr Kaban ab und zu noch mal nippen? Mhm. Muss er. Was trinkst du?
Wasser mit Geschmack. Sie streckt die Hand aus. Ich geb ihr was von meinem Wodka. Nimm kleine Schlucke. Es ist, ich hab nicht so viel. Kleine Schlucke. Es ist nicht so viel da und ich möchte noch einiges davon haben. Ja, sie wird nur einen kleinen Schluck nehmen. Wieso trinkst du das? Es schmeckt mir gut. Wieso musst du so viel trinken? Ich bin nicht so effizient wie du. Wieso trinkst du nicht auf einmal alles? Weil ich da nicht so viel davon habe. Ich trinke es zum Genuss. Ich kann dir beibringen, effizient zu sein. Sie nimmt eine Wasserflasche in die Hand und kommt auf dich zu. Das wird derzeit nicht nötig sein, danke. Jetzt müssen wir uns erstmal Gedanken machen, wie wir dich schützen können. Wenn du effizient bist, bist du in allem besser. Ich zeige es dir. Sie wird die Flasche aufdrehen und weiter auf dich zukommen. Ich würde jetzt lieber erst die Umgebung sichern. Aber du sitzt da nur. Ja. Deswegen gehe ich jetzt ja auch gleich nach draußen. Sie bleibt einen Viertelschritt vor dir stehen. Noch hast du den Anruf von Julia Bilch bekommen, ne? Ich weiß, aber die macht mir Angst. Ich komme nicht klar. Du musst den Mund aufmachen und den Kopf nach hinten nehmen. Alter, die Watermordet mich gleich, ne? Das ist gar nicht gut. Hast du deinen Würgereflex entfernen lassen? Nein, ich habe den noch. Ich weiß, es ist äußerst ineffizient. Man kann es trotzdem lernen. Sie wird die Wasserflasche langsam in die Richtung deines Mundes führen. Ich möchte es gerade nicht lernen. Lass das bitte. Das tun Freunde einander nicht an. Das wusste ich nicht. Dann wird sie die Flasche zumachen und auf den Boden fallen lassen und sich vor dir hinsetzen. Jetzt ist sie halt immer noch so ungefähr 20 Zentimeter von dir entfernt. Hat sie die Flasche zugemacht? Ja, ne? Ja. Okay, stell die Flasche wieder auf. Das ist nicht schlimm. Deswegen sag ich es dir. Ich mach die Fenster mal alle zu und sicher mal die Wohnung ein bisschen ab. Fenster zu? Du ja, meinst also, da die Bretter, die da vorgenagelt sind? Ja, genau. Jetzt... Ja, genau. So ein bisschen so, ich will nicht, dass sie vor mir sitzen, kniet und ich will halt Abstand zwischen mir und sie bringen. Ach so ist das. Aha. Ersatzhandlung, you know? Der einfach von ihr wegkommt, ich verstehe das. Easy. Jetzt wirst du ungefähr den Anruf von Jojo bekommen. Mach den bitte nochmal, ich hab vergessen, worum es ging. Guck, dass du da langsam rauskommst. Die kommen gleich. Du kriegst einen Codenamen gegebenenfalls, Nico. Okay, dankeschön. Gut. Sag ihr, sie soll warten. Albi? Ja. Ich werde jetzt einmal um den Block gehen und kleinere Kameras verteilen, damit ich dir das alles im Auge behalten kann von hier. Sie kommt langsam auf dich zu, extrem nah, und wird die Hand ausstrecken, um dir über die Wangen zu streichen. Keine Sorge, ich passe auf dich auf. Ich möchte, dass du hier bleibst. Und ich komme gleich sofort wieder. Ich passe auf dich auf. Das ist gut. Das machst du am besten von hier. Ich passe auf dich auf. Scheiße. Es ist unauffälliger, wenn ich alleine gehe. Sie grinst. Gut. Dann gehe ich aus der Tür raus. Folgt sie mir? Natürlich folgt sie dir. Du hast gesagt, es ist unauffälliger. Was du machst, bringt mich in Gefahr. Nein. Vertraust du mir? Nein. Freunde vertrauen einander. Dann vertraue ich dir. Das ist gut. Dann vertraue mir bitte, wenn ich sage, es ist sicherer, wenn du jetzt hier alleine bleibst. Ja. Gut. Dreh mich um und geh nochmal einen Schritt aus der Tür raus. Ja, sie kommt dir hinterher. Du musst dort bleiben.
Nein. Warum nicht? Du evaluierst die Situation falsch. Du sagtest, du vertraust meinem mir. Ja. Dann mache ich das also anscheinend richtig. Kriegt ihr das mit? Eure Sache. Ja, bitte. Also ich meine, spätestens jetzt kannst du ja anrufen oder ihr eine Nachricht schicken und ihr seid jetzt wieder verbunden. Aber ich möchte gerne noch das Letzte, warte mal, das Letzte war, also vertraust du mir, dass es richtig ist? Sie sagt, nein. Sag ihr, ich komme gleich und sie soll dort auf mich warten. Jojo sagte, du sollst auf sie hier warten. Sie würde gleich kommen. Und ich muss unten absichern. Nein. Doch. Ja. Gut. Dann bleib dort. Nein. Du weißt, dass Freunde einen anderen einen Gefallen tun? Ja, ich passe auf dich auf. Ja, aber tu mir bitte den Gefallen und pass auf diese Wohnung auf für mich, okay? Das ist nicht wichtig. Wie komme ich aus der Scheiße wieder raus? Und hörst du irgend so einen pöbelnden Typen? Nico! Nico, du hast hier Schwein, wenn du nicht gleich aufpasst, dann... Jetzt komm her, Nico. Wir fallen da immer brav und... Scheiße. Albina? Ja? Geh ins Bad. Es ist wichtig, dass du das jetzt tust. Sind wir schlechtere Freunde als vorhin? Nein. Du hast mich Albina genannt. Ja, weil ich es nicht gewohnt bin, dich bei deinem Spitznamen zu nennen. Es tut mir leid, Albi. Ja. Das ist nicht schlimm. Tu mir den Gefallen und geh ins Bad. Es ist wichtig. Nein. Sag ihr, dass dort etwas versteckt ist, auf das sie aufpassen muss, weil es dein Leben bedroht. Das kriege ich nicht rübergebracht. Glaubt ihr mir doch nicht. Und wie soll ich das begründen? Was soll das denn sein? Darum geht's erstmal nicht. Im Bad ist etwas, das, wenn es wegkommt, mir sehr viel Schaden zufügt. Ich brauche dich dort als Schutz. Dann solltest du hier bleiben. Nein, ich muss die Umgebung sichern, damit es noch sicherer wird. Ich kann nicht auf das und dich aufpassen. Das ist richtig. Deswegen, ich ziehe meine Pistole, habe ich das hier und stecke die Pistole dann wieder weg. Was soll das helfen? Es hält Menschen von mir fern. Ich kann damit sehr gut umgehen. Du machst damit nur Fleisch kaputt. Das ist richtig. Das machst du mit deinen Händen auch. Sag ihr, dass du jetzt gehen musst. Sag ihr, dass es wichtig ist, dass sie darauf aufpasst und verschwinde. Es ist ganz wichtig, dass du darauf aufpasst. Und dann drehe ich mich um. Und gehe. Kommt sie mir hinterher? Ja. Die kommt hinter mir her. Scheiße, Mann. Es gibt nichts Wichtiges außer Menschen. Und du bist ihr Freund, wie du weißt. Das Konzept von im Bad ist etwas, ist zu krass. Ja, richtig. Es war ein Versuch wert. Es war ein guter Versuch, ich musste immer überlegen und würfeln. Ihr habt euch beide nicht dumm angestellt, aber dieser Patzer von vorhin, du bist halt einfach ihr Freund. Okay. Dann strahle ich jetzt einfach mal in der AR. Ich habe ja immer noch mein Das sind doof. Na, warte mal. Ihr geht ja jetzt die Treppe runter, ne? Ja. Yeah. Da ist bestimmt dieser Typ mit dem Hund, mit dem tollen Nico-Hund, ne? Na, du kriegst erstmal einen Anruf von einer unbekannten Nummer über die AR. Ja, ich geh da mal ran. Nico? Mhm. Aufgelegt. Dich erfasst eine sehr angenehme, eine sehr, man muss sagen, schöne Wärme und du bemerkst, dass sich über dein lächerliches Hautkleid Schuppen ziehen wie die eines Gürteltiers.
Schön. Schön ist das nicht. Scheiß Schamanen. Du wirst gerade von einer anderen Frau bezaubert. Ja, richtig. Vielleicht ist es ja auch ein anderer Mann. Oder so. Nein. Nein, bitte, das wäre gay. Komisch, das ist so viel angenehmer als die Zauber, die Jojo immer von sich gibt. Cole, du bist krank. Ja, lass uns weitergehen. Du musst zu einem Arzt. Ich bringe dich zu einem Arzt. Okay. Er geht die Treppe runter. Denn, wenn du quasi aus der Tür unten rausgehst, wirst du in eine Richtung gezerrt, also quasi nach links jetzt einfach. Du, ich gehe freiwillig ganz voll mit. Ja, du lässt dich dann von dem Arm geleiten. Ja. Dann explodiert erstmal eine Spam-Bombe, die halt dich komplett mit Dr. Baryshnikov und mehr einfach allem verflutet. Du bist einfach... Es gibt echt viel Werbung und sie kann sehr bunt und blinkend sein. Vor allen Dingen die östliche Werbung neigt dir dazu, noch etwas, sagen wir mal, aufmerksamkeitsentziehender zu sein. Das funktioniert auszeichnet. Übrigens war das wirklich eine Granate, bevor das Spam auf dich losging. Dann musst du dich erstmal orientieren. Mhm. Du wirst aber noch ein Stück weiter weggezogen. Ich lass mich galant mitziehen und würde meinen Comlink von der Matrix trennen. Ja. Ich hoffe, dass mein... und starte meine Augen noch, wenn sie dann immer noch voll mit Spam sind. Nein, das ist kein viraler Spam gewesen. Es war normaler... Also ja, es war natürlich viraler Spam, aber es war keiner, der sich festgesetzt hat irgendwo. Es dauert natürlich ein bisschen, bis sich das ganze Scheiß neu hochgefahren hat. So ein Kack. Ja. Das heißt, du wirst noch einigermaßen wieder sehen. Da wird sie aber schon quasi bewusstlos am Boden liegen. Das ist gut, ich gehe. Na, warte mal, du wirst ja quasi, du stehst und rappelst dich auf. Vor dir steht ein anderer Ork in Pennerklamotte und ein bisschen vollgekotzt. Alles klar. Ich bin Nico und mir geht's gut. Ja, das ist schon klar. Irgendwelche Verletzungen? Nö, alles easy. Nico? Mhm? Ist dir Lars bekannt? Kein Thema. Zigarette? Okay. Wo wirst du abgeliefert werden? Da vorne ist mein Auto. Ich gebe die Adresse schon ein. Okay. Wir würden keine Drohne mitschicken. Okay. Es sei denn, du willst was anderes. Bloß dann wissen wir, wo du hinfährst. Eben. Nö, das passt schon. Ich gebe eine Adresse ein. Dann rauchen wir zusammen ein und dann ist gut. Okay, wir haben keine Zigaretten, schlecht für die Gesundheit, aber wir haben hier ein Pflaster. Ist das auch nur eine Stunde? Es sind immer 8 Stunden. Zigaretten sind weniger. Echt? Ja, deswegen ja. Zigarette. Die sind irgendwie nur eine Stunde oder so, die sind nicht lang. Achso, okay, was bringt denen das aber eine Stunde? Nee, das ist 8 Stunden. Das bringt eine Menge eigentlich, gerade in solchen Situationen, aber... 8 Stunden, aber die zweite Hälfte des Clusters ist, dass du die Betäubung quasi sofort aufhebst nach 10 Minuten, sodass du wieder nach 10 Minuten zu dir kommen solltest. Gut, ich würde vorher gerne einmal telefonieren. Selbstverständlich. Ich rufe Jojo an. Ich werde gleich abgeholt von meinem Auto und gebracht. Danach könnte ich ein bisschen verwirrt sein. Ist es alles in Ordnung? Hey, was meinst du? Ich krieg gleich Medikamente. Was für Medikamente? Sag's ihr nie. Ja, das war gerade so dumm. Ich hab so, ich ruf Jojo an. Dumme Entscheidung. So, fuck. Alles ist gut. Hol mich einfach ab. Ich bin auf der Route. Dann leg ich auf. Und nimm dieses Patch und setz mich ins Auto. Lass mich losfahren. Warte. Bevor du das dann quasi... Gibt es irgendwas in der näheren Zukunft, wo du, hast du irgendein Hobby, wo du in irgendeinem Forum oder irgendwas anderem aktiv bist? Wo du in nächster Zukunft ein bisschen aufgewertet werden möchtest? Sozialstatus, irgendwas? Es gibt ja diese Stiftung, für die ich mich engagiere. Okay. War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Einfach's. Dann gibt sie das Patch in die Hand.
Jo, ne? Ich setze mich ins Auto, passe das Patch drauf, sodass sie ja sehen, und dann lasse ich das Auto losfahren. Ja, dann wirst du in Ohnmacht entschlummern und dann wirst du irgendwann ein bisschen verwirrt in deinem Auto zu dir kommen mit der eingespeicherten Adresse Hause. Vermutlich über ein paar Umwege. Ja, ich trinke mir mal einen Schluck. Vielleicht habe ich ein bisschen viel getrunken. Gibt dir ein schöne Kopfschmerzen, ne? Wenn du jetzt richtig klug bist, ne, säufst du dir die Hucke voll und erklärst den Erinnerungsverlust damit. Er weiß nicht, warum er einen Erinnerungsverlust hat. Stimmt. Wenn du richtig klug warst, hast du damit angefangen, bevor du das Zeug aufgekippt hast. Hab ich schon. Das ist ja das Geile dran, das habe ich ja schon in der Wohnung getan. Das stimmt. Das hat er. Gibt ganz schöne Kopfschmerzen. Die Kombi hatte ich vielleicht nicht bedacht. 8 Stunden. Ich muss kurz überlegen. Eigentlich. Der ganze Tag. Hat das mehr als 8 Stunden gedauert, ist die Frage. Ich glaube nicht. Kommt drauf an, wie lange sie geschlafen hat. Ich glaube ehrlich gesagt schon. Obwohl. Nee, es tatsächlich dürfte alles weg sein. Du hast recht. Das heißt, du hast den größten Filmriss deines Lebens. Geil. Oh, fuck. Von wo komme ich? Sagt mir mein Auto das? Also wahrscheinlich sagt das nicht. Normalerweise würdest du das natürlich sagen. Du hast deine Route eingespeichert, aber du musst irgendwo, dein Computer muss irgendwas abbekommen haben. So ein Scheiß. Aber du hast einen Haufen Spam auf deinem Auto. Das sollte eigentlich nicht passieren. Die Firewall sollst du mal von einer Maschine upgraden lassen. Echt hässliches Schwein. Was macht denn eigentlich den ganzen Tag? Gott. Was sagen denn meine Alkoholreserven? Was für Reserven? Du bist jetzt in deinem Auto. Ja. Also, die am Mann sind vermutlich leer, aber da ist doch noch irgendwo was, oder wie? Ich glaube, das könnte sogar schon so sein, dass wir so weit sind, dass wir langsam Alkohol verstecken, ha? Ja, sicher. Na dann, was willst du mit einer Glas Alkoholreserven? Bist du blöde? Na gut, dann gut, dass da noch was drin ist. Dann wird das mal getrunken. Weg, Ex. War das irritierend? Was ist das denn für eine Scheiße? Guck mal aufs Datum. Warte. Es ist der 26. Mai, ein Sonntag. Abend, Spätabend, Nacht. Scheiße, Mann, ich hatte Wache. Und ich sollte mich mit Jojo treffen. Ich guck mal kurz meinen Terminplan, ob ich da war. Streichst du dir deine Termine ab, oder wie stelle ich mir das vor? Du hast keine 700.000 Nachrichten von Jojo, warum warst du heute nicht an diesem Abbruchhaus, du Ficker? Ich bring dich um und du wirst Rasen schneiden, bis du stirbst. Okay, das ist schon mal gut. Fuck, Alter. Ich nehme auch mal einen Gedächtnisschluck. Du weißt, was dir die nächsten Tage blühen wird, oder? Ja gut, was sagt denn meine Wegfindung? Wie weit muss ich noch fahren bis nach Hause? Wie bitte, Daddy? Wie weit muss ich noch nach Hause fahren? Alter, ich bin so top, ne? Nicht so lang. Ich würde sagen, vielleicht 20, 30 Minuten. Na gut, dann also aus irgendeinem Grund sind da ja schon viele Umwege in deinem Dings drin, aber das ist ja auch voller Spam. Ja, seltsam. Ich korrigiere ein bisschen die, also wahrscheinlich fahre ich nicht mehr nach Hause, sondern, ne, sondern irgendwie so in die Nähe des Hauses. Ja. Ich korrigiere mal die Route, mach mal die kürzeste Route rein und ja. Dann hoffen wir gleich mal darauf, dass ich mich reinschleichen kann und dass keiner bemerkt. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Fuck. Jojo ist dahin gegangen, wo Carvin ihr gesagt hat, dass sie ihn abholen soll. Hattest du. Nee, er hat doch gesagt, ich werd abgeholt, oder? Nee, sie soll ihn abholen, hat er gesagt. Wirklich? Ich habe gesagt, ich werde jetzt gleich abgeholt, das ist meine Route, alles wird gut. Achso, okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Na gut, wenn du aber sagst, das ist meine Route, dann kennt sie ja die Route. Genau. Nur, dass er die jetzt halt nicht mehr fährt. Richtig. Ja, okay. Also ich meine, du wirst an der Route sein und da kommt einfach keiner. Das ist so grandios. Naja, sie wird eine angemessene Zeit warten. Sie wird doch vielleicht noch 5 Minuten länger warten, aber wenn er da nicht auftaucht, ruft sie ihn an. Scheiße. Ja. Wo bist du? Weg nach Hause. Hä?
Wie, hä? Sie schickt ihm die Nachricht, oder schickt ihm die Route, die er ihr geschickt hat. Das ist dieselbe Route, die ich gerade im Comlink hatte. Ja, die war ein bisschen ineffizient, ist mir gerade aufgefallen. Irgendwie jetzt mal sag mal, ist alles okay? Ja. Du nuschelst tierisch, Mann. Wie viel hast du gesoffen? Er nuschelt nicht so doll. Er hat nicht so unendlich viel gesoffen, ne? Achso, ich dachte, weil er jetzt seine kompletten Reserven leer gemacht hat und alles irgendwie... Ja, aber das dauert ja ein bisschen, bis es ankommt. Wenn er ankommt, dann kann er auch ein bisschen aus den Latschen kippen. Ja. Ist doch noch alles gut, oder? Ich hab nur irgendwie mein Auto-Navigation hat gerade ein bisschen gesponnen. Alles sag gut. Mal, was haben die dir denn gegeben? Wer? Du hast gesagt, die geben dir irgendwelche Medikamente und du bist jetzt auf dem Weg. Okay. Na, ist ja gut. Dann ist ja alles easy. Ist ja alles gut richtig gelaufen. Ja, wie auch immer. Okay. Ist denn alles gut gelaufen? Ja, das wollte ich dich eigentlich fragen. Ja, bei mir gab es keine Probleme. Also haben sie eingesackt, ja? Ja. Okay. Natürlich haben die das gemacht. Klar. Okay. Na dann treffen wir uns ja dann gleich. Supi. War ein anstrengender Tag. Ich glaube, ich gehe auch gleich ins Bett. Okay. Ich check noch eben kurz die Uhrzeit, das passt auch, ne? Es ist abends, ne? Alles gut. So spät ist es noch nicht, aber... Wenn es ein anstrengender Tag war, zusätzlich hast du irgendwie so ein, nicht Muskelkater, aber wie als hätte man die ganze Zeit irgendwie auf kaltem, unbequem, ungepolsterten Stein gesessen und wäre ein bisschen vom Boden gerutscht und so. So Muskelschmerzen eher, weißt du? Ja, ich war halt völlig betrunken und bin durch die Stadt getorkelt. Ja, zum Beispiel. Und hast dich irgendwo neben Hobo gelegt. Scheiße, Mann. Ja, Jojo hat schon aufgelegt. Ja, der wird dann auch irgendwann ankommen, ne? Outgame-Pots, ich hab euch eure Horizon-Verdienste in die Gruppenkasse geschrieben, ne? Okay, danke. Sehr gut. Ich hab den natürlich, als ich gerade diese Stiftung erwähnte, natürlich Kinderstiftung da hier, das Dingsbums, was unser Freund gemacht hat. Natürlich. Natürlich, sehr gut. Gott, wir werden noch ehrlich irgendwann mit der Gang. Also ja, eigentlich hast du gerade Horizon gesagt, dass die Stiftung mit der Gang zu tun hat, aber hey. Ja, darüber habe ich nicht nachgedacht, außer wir wussten das eh. Das ist Horizon, die weiß das. Das denken halt wahrscheinlich alle, weißt du, deswegen gehen die bei Horizon einfach nicht mit ihren Geheimnissen irgendwie, also deswegen behandeln sie ihre Geheimnisse nicht als Geheimnisse, weil sie halt einfach denken, Horizon weiß es sowieso schon und eigentlich weiß es Horizon gar nicht, sondern weiß nur deshalb so viel, weil alle denken, sie wissen es und deshalb offen damit umgehen. Jetzt sind wir doch mal ehrlich, in der Zeit, wo Kaban die Spambombe abbekommen hat und weggeschleift wurde, haben sie ihm doch Naniten indiziert, die ihn komplett zu einer Drohne machen, die für sie alles wahrnimmt, aufzeichnet, speichert und dann später hochgeladen werden kann. Höchstwahrscheinlich. Kaban ist Horizon. Als nächstes fragt er nach einem Feedbackbogen. Wir sollten Kaban umbringen. Haben wir das nicht sowieso schon lange im Trinkwasser? Das ist ein bisschen aufwendig. Aber damit kann man jeden Bürger überwachen. Wir sollten Kaban resetten. Ich habe gehört, Orks abzuschalten funktioniert hervorragend. Beziehungsweise sie auszuschalten. Einspruch? Ist das legitim, wenn ich das so sage? Ich verstehe nicht ganz, warum du jetzt so komisch bist. Die hat dich doch schon geopfert. Die hat dich mit Albina zurückgelassen. Völlig ohne Emotionen. Ja, aber davon weiß ich nicht. Ich meine, das musst du nicht so gedacht haben, aber sind wir doch mal ehrlich. Nö, also weiß ich nichts von. Weiß ich nichts von, ist nie passiert. Beweis mir das Gegenteil. Siehst du mal, was ich für ein guter Mensch bin. Ich halte die Gruppe wenigstens noch zusammen. Also du kommst an. Ja, ich, Übrigens, jetzt wirkt doch Schnaps natürlich schon, je nachdem, wie viel du noch reingekippt hast. Ja, es ist nur eine Kleinigkeit, weil so um den Weg zu überbrücken und die Gedächtnislücken halt schon ein bisschen irritierend. Das heißt jetzt, was nimmt man wahr? Ja, ich hab ganz gut einen Tee.
Ja, Jojo kommt dann auch irgendwann. Wie ich schon angekündigt habe, gehe ich einfach stumpf in mein Zimmer und vermeide irgendwelche Gespräche, weil das könnte mich nur maximal verraten. Dass ich gerade keine Ahnung habe, was ich tue. Vlad, hey, kommt euch zu, nehmt dich mal kurz zur Seite. Hey, Alter. Aha. Wie sieht denn das aus? Du rennst hier mit einem Pflaster rum, du Homo. Was? Wie? Wo? Soll ich dir noch ein Bienchen drauf malen, Alter? Wenn du die gekratzt hast, dann sei ihr Mann und zeige, dass ihr ein bisschen geblutet hast, Mensch. Ich nehme das Pflaster ab, darunter ist keine Wunde. Super. Oh Mann, Alter. Hast du einen Energietest machen lassen, Robby? Ich verpiss mich, ich will mit sowas nie hier sehen werden. Ja, ich schmeiß das Ding weg. Keine Ahnung, was das war. Eine Allergien hast du nicht. Dann geht er. Ja, wie gesagt, ich schmeiß das Ding weg und da ich ja keine Ahnung habe, was das war, wird das doch einfach mal geblitzend ignoriert. Jojo blickt ihm nur bei skeptisch mir, hinterher. Ich denke mir nur bei mir so, scheiße, egal was das war, diese Droge nimmst du nicht nochmal. Alter. Und dann, also ich würde das definitiv für mich selbst auf Drogenkonsum schließen. Und geh ins Bett. Ja, Jojo steht da nur irgendwie im Flur und guckt dir hinterher. Na, der Professor wird an deine Seite treten. Wenn ihr wieder da seid, ist das, das ist YouTube offen. Mhm. Den Typ hat's zerlegt, oder was? Keine Ahnung. Mann, Alter. Hört mal alle zu. Jeder dumme Vollpfosten, der sich irgendwie ein bisschen, wenn er sich... Okay, pass auf. Ich werde jeden Abend, kommt ihr alle nacksch, bevor Penn geht, zu mir bis 22 Uhr. Also nee, bis 22 Uhr kam jeder nacksch bei mir rum und ich werde jeden und auf den Zeckenbiss, wenn es sein muss, beobachten. Bis ihr gelernt habt, dass ihr noch euch wehgetan habt, dass er dann zum Onkel Doktor kommt, ihr dummen Ficker. Wer nicht kommt, der... Naja, ich sag mal so, da überlasse ich Jojo mal die Bestrafung, aber ansonsten könnt ihr auch ein bisschen Klo schaufeln, ne? Dumm Ficker, Alter. Dann wird er auf Körbans Tür zustapfen. Und da pochen. Ja, was denn? Aufstehen. Ich steh auf. Was willst du? Hast du dich verletzt? Ich guck einmal um die runter, check kurz, ob ich irgendwo Schmerzen habe. Nö. Ja, am Rücken so ein bisschen minimal. Ja, aber... Nix Schlimmes. Aha, was war los? Ist alles nach Plan gelaufen. Aha, er macht die Tür zu, was war los? Ich bin dein Boss, du Lappen! Ich hab keine Ahnung. Wie, du hast keine Ahnung? Hinsetzen. Ich setz mich? Da würde eine kurze Nadel reinstechen und einen Vitalmonitor anbasteln. Hast du da ja einen schönen Bechert oder was? Möglich? Möglich. Möglich, Alter. Ich will eine richtige Antwort. Ich bin gerade wach geworden im Auto. Vorher war ich bei Igors Schnellimbiss und hab da Geld einkassiert. Das war so um 13 Uhr. Mhm. Er schreibt Jule nach, ich komm mal kurz rum. Macht sie. Wo waren Bustler heute 13 Uhr? Wo waren der da? Puh, 13 Igor Uhr, Schnitt. Vielleicht Ach so, das war was, was noch wirklich war. Okay, gut. Ja, yeah, genau. Ja, das, du weißt, dass er vorher da war, er hat dir davon erzählt, danach wart ihr bei dem Haus. Na, um 13 Uhr war der bei diesem komischen Schnellimbiss da. Mhm. So, und danach? Oder hast du dir da irgendwie Antworten? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Come on. Keine Ahnung. Tut mir leid, sorry. Er hat vorhin irgendwas davon gefaselt, dass sie ihm irgendwelche komischen Medikamente geben wollen. Wer? Die Typen, die das Vibe abgeholt haben. Ja, komm schon, werden. Horizon, keine Ahnung, wie der heißt.
Also nee, doch, sein. Aber kann es sein, dass sie sich einfach nicht mit dem Alk vertragen? Vieles verträgt sich nicht mit Alk. Ich weiß aber nicht, was es war. Hat er nicht gesagt. Googeln auf, jetzt wird reingeleuchtet. Okay. Tja, mein Junge, das wird eine ganz ausgedehnte Toxinprobe. Schöne Sache. Und yay, wir machen ein schönes Schädel-CT. Und dann gucken wir mal. Ja, ich werd mir deine Birne angucken, weil wenn du irgendwie diese Birne eingeschlagen hast und dein Gedächtnis verloren hast, könnte es sein, dass es schön reinblutet und du innerhalb der nächsten 30 Minuten abkratzt. Deswegen sollt ihr herkommen, wenn irgendwas war, ihr Lappen. Es war ja nichts, es tut mir auch nichts weh. Euch tut nie was weh, weil ihr bärenstarke Hodenkübel seid, das mir aber Wurst. Ja, ohne Scheiße, Mann, mir geht's wirklich gut. Er hatte Jojo noch gesagt, dass alles in Ordnung war, bevor er sich ins Auto gesetzt hat, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, hat er. Er hat gesagt, alles wird gut. Und alles ist gut und alles wird gut. Ja, okay, das ist eine Aussage von Carbon, die der immer bringt, mit der man keinen Glauben schätzen darf, keinen Glauben schenken darf. Hältst du deine Ängste oder halbe Darm raus? Alles wird gut. Mhm. Er ist halt ein Optimist. Und dafür lieben wir ihn. Na gut, ich brauche noch ein bisschen Blut. So. Wenn's sein muss. Danke. Dann gehst du zu Dings. So, ja. Genau, und lässt du die Birne durchgucken. Ah, Mann, Alter. Du hast doch Cyberaugen. Ja. Hast du aufgezeichnet? Du zeichnest immer auf. Naja, das wäre ziemlich blöd. Also, du zeichnest doch nicht immer auf, oder? Nicht immer, also. Also du konntest mir bisher so ziemlich immer noch irgendwelche Datenreste liefern, wo irgendwas das ist richtig. Meistens mache ich das auch und lösche das dann ist, nach, das. Okay. Genau, und lösche dann ein paar Stunden später, wenn es halt unwichtig ist. Jo. Gib ich ein. Er nimmt sich das und fragt. Gib ich das halt über die AR ein? Es ist vermutlich Roger, aber zwischen jedem Buchstaben noch ein paar Sonderzeichen. Roger 111, Ausrufezeichen. Sehr gut. Okay, gut. Diesmal war es aber nicht so nützlich. Das ist okay. Okay, Murmel durchleuchten lassen. Mhm. Ach so, für dich auch. Nächsten Monat, bis abends 22 Uhr, stehst du nackt vor mir und lässt dich genau untersuchen, bis du gelernt hast, dass wenn es irgendwie die kleinste Verletzung gibt, du wenigstens mal kurz vorbeischaust und mir erzählst, was war. Oh. Keine Sorge. Mach das alle und wenn es einer nicht begreift, werden alle immer antanzen. Und ich werde jedes Mal sehr, sehr mitleidig auf deinen Dingeling gucken. Auf deinen Tralala. Weil du neidisch bist, weil man dann länger ist? Guck dich sehr mitleidig an. Ja, das ist ein Kaffee. Mach dich zu, ja. Ja, ich schwank da mal raus. Ne? Ach so, und es gibt für dich den nächsten Monat keinen Schnaps. Und kein Bier. Ich verdrehe die Augen und gehe weiter. Und kein Wein. Syntanol. Lalala. Aber weißt du was, Kaban? Komm doch mal kurz her. Mhm. Habe ich ja in meinem Medizinköfferchen was ganz Besonderes. So, das hier. Schön, das habe ich als Pflaster. Geil. Also, das ist ein schönes Pflaster. Es hat auch einen Sender. Das wird eingesetzt. Bei den ganzen Sophies. Du bist kein Sophie, aber man kann ja schon mal frühzeitig anfangen, ne? Wenn man Scheiße gebaut hat mit Schnaps. So, ich werde merken, wenn du das abnimmst. Ne? Und das wird einen wunderschönen Stoff abgeben. Den ich nicht aussprechen kann. Ist aber auch nicht so schlimm. Kann mir jetzt immer nicht merken. Auf jeden Fall sollte sich da ein bisschen Alk dazu mischen. Dann wirst du den ganzen Tag reiern. Und zwar so sehr, wie du noch nie gereiert hast. Das wird jetzt kontinuierlich abgegeben über die nächste Woche, damit du dich schon mal eingewöhnen kannst an diesen Monat ohne Schnaps. Nein, das sind keine Ersatzdrogen. Achso, du willst Ersatzdrogen nehmen. Ja, das müsste funktionieren, oder, Flummi?
Was, wie, wo? Wenn er was anderes nimmt, außer Alkohol, dann funktioniert das doch, ne? Das Zeug interagiert nur mit Alk. Naja. Perfekt. Ja, Ersatzdrogen sind kein Problem. Aber das macht den Entzug nicht besser. Naja, schon. Ich habe ihn trotzdem nur. Ich meine, du hast ihn trotzdem und der ist immer noch scheiße, aber du hast wenigstens Ersatzdrogen. Ich meine, das ist doch schon mal was. Aber ich kann da immerhin Farbe durch die andere ersetzen. Ja, genau. So schnell geht das nicht, keine Sorge. Je nachdem, was er nimmt. Ja, aber ich meine, mit ersetzen, deswegen geht ja der Alkohol nicht weg, den man trotzdem braucht. Das stimmt, aber es kommt noch was dazu. Ja, unter Umständen. Ja. Was ist denn gut, um Alkoholentzug zu kompensieren? Ich würde ehrlich gesagt sagen, dass man mit THC ganz gut fahren sollte. Ah, ah. Sicher? Ja. Was sind denn die Nebenwirkungen vom Alkoholentzug? Was passiert denn da? Krämpfe, Halluzinationen. Hallus ist er noch nicht so weit. Okay. Schweißausbrüche, Zittern. Übelkeit. Du hast einfach ein unstillbares Verlangen nach Alkohol, das dich auffrisst. Ja, und deswegen muss ich irgendwas haben, was mich ablenkt oder mich chilliger macht. Ja, aber ich glaube nicht, dass Gras da reicht. Das ist doch viel zu schwach. Ja, vor allem mit Schweißausbrüchen und Kreislaufsachen ist auch nicht so gut, ja. Es gibt immer mal. Das Problem ist, ich dachte eher so an Novacook, aber Novacook würde aufputschen. Nee, Novacook ist auf jeden Fall nicht gut. Eher irgendwelche, keine Ahnung. Irgendwelche Opiate oder so. Ja. Schmerzmittel. Schmerzmittel ist eine übel gute Idee. Also dann, aber eher sowas wie Opiate schon, ne? Aber halt nicht das ganz harte Zeug, muss ja nicht sein. Du sollst dir keinen Aid spritzen, mein Junge. Du sollst nur ein bisschen. Ja, das werde ich dann wohl im Selbstversuch die nächste Woche herausfinden, was am besten hilft. Tilidin, Tramadol. Das heißt, du wirst dann schön vollgetankt mit Opioiden vor dem Typen stehen, nackt und sagen: Hier bin ich. Ich habe nichts getrunken. Ich hab den längeren. Sehr gut, okay. Deine Murmel ist übrigens in Ordnung, ne? Das ist schön. Das beruhigt mich. Aber an einem Tag wird es mir auf jeden Fall ziemlich dreckig gehen und ich muss ziemlich viel kotzen. Ein? Naja. Nee, also, achso, du meinst einen Tag, wo ich den ersten gucken, wie der Schnaps schmeckt. Ja, okay. Ja, genau. Das ist den einen Tag und dann wird halt kompensiert mit anderem Zeug. Ehrlich gesagt können wir das nächste Woche sogar ausspielen, finde ich. Schön. Bin auch total dafür. Na, danke. Aber nochmal kurz, während deine Murmel durchleuchtet wird. Mhm. Keine Ahnung, kann alles sein, ne? Die können ihm irgendwas gegeben haben, was mit Schnaps interagiert, was ja gerade nötig war. Ich habe aber jetzt nichts gefunden. Ich habe aber auch keine anderen Toxine gefunden, außer das bisschen Abgas und dem bisschen Schimmel, den er dort hatte und das bisschen Zeug, ne? Ich habe auch nicht die Gerätschaft, um das jetzt richtig intensiv nachzuforschen, was es gewesen sein könnte. Aber wir werden ihn ja jetzt genauer jeden Tag beobachten. Wenn ich keine Zeit habe, wäre es nett, wenn du das machst oder wenn jemanden anweist. Einfach, dass wir gucken, dass nicht noch irgendwelche späten Wechselwirkungen sich ergeben oder irgendwelche Nachwirkungen von irgendwelchen Medikamenten. Klar, easy. Vitalmonitor einfach die nächsten Tage. Ja, der auch. Juri. Aber weißt du, wie das jetzt ausgegangen ist? Naja, meines Wissens nach haben die das Vibe jetzt einkassiert. Ich treffe mich nächste Woche nochmal mit dem Typen. Und okay. Naja, wir haben jetzt die nächsten 12 Monate, wenn irgendeine Sinn am Arsch ist oder was, entfernen die uns die. Für lau. Wenn wir wollen, kriegen wir auch einen Ersatz hin. Na, das wollen wir ja nicht, ne? Ja, wie gesagt, das ist eine Option, aber die entfernen halt alte Sins und theoretisch können wir sogar bei deren Kram, wenn wir mal irgendwann ein Imageproblem haben oder irgendwie, können wir da nochmal was machen lassen. Für irgendwas, irgendein Projekt oder irgendwas anderes. Okay. Das heißt, entweder versauen oder aufbauen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Nee, ich meinte, ob wir da auf einer Linie sind, dass wir eigentlich keine neuen Sins von denen wollen. Erstmal nicht, es sei denn, es geht gar nicht anders.
Ja, im Notfall. Aber wir haben jetzt auch ein paar Typen, an die wir uns sonst wenden könnten. Gut. Das war auf jeden Fall schon mal ganz gut. Mit dem Typen das Massaline, ne? Naja. Okay, ich brauch den auch nicht zwingend. Gut. Ah ja, eine Sache muss ich noch mit erklären. Na klar, er macht die Tür zu. Die war schon zu scheiße. Er setzt sich hin. Kavans Bett bricht zusammen. Ups. Eine Sache, die du vielleicht wissen solltest. Sie sucht mal ein Bild aus ihrer Kindheit raus. Hm? Gibt ihm das. Nun, was war wirklich eine Zuckerschnude, Mensch. Ja. Das war ein Werbefoto. Kinderstadion, oder was? Nee. Führer Butnik. Alter, ich hätte es wissen müssen. In Polen habe ich mal in so einer Klinik ausgeholfen, wo Rabutnik auch schon so ein Flüchel bezahlt hat. Da war doch auch dein Face dort, Alter. Was hatten sie ein bisschen... Die haben das ganz schön verändert, ne? Hm. Die hatten zwischendurch mein Ersatzmädchen im Krankenhaus liegen. Die mussten das ein bisschen verändern. Also vielleicht wäre ein bisschen Kontext angebracht. Kontext? Na, ich bin ein bisschen verwirrt. Das scheint mir wie ein massiver Aufstieg, den du vollzogen hast. Massiv, was? Jetzt verwirrst du mich. Naja, von so einem lächerlichen Ding hier zur Gangführerin, da muss ich doch wissen, wie du das gemacht hast, damit ich es ja nachmachen kann. Ich hab mir zur falschen Zeit die richtigen Freunde gesucht und, willst du jetzt die ganze Geschichte hören? Na, eigentlich, ich meine, wenn du mir schon zwischendurch sagst, sie hatten ein Ersatzkind, dann musst du doch verstehen, dass diese Geschichte mich ein bisschen... Ich hatte zur falschen Zeit die richtigen Freunde, hatte keinen Bock auf den ganzen Kram, der da zu Hause ablief und bin halt irgendwann ausgebüxt. Im zarten Alter von, oh Gott, wie alt war ich denn da? 13? Ja, 13. Du bist ja komplett verkommen. Ja, total. Und Rabutnik war zu blöde, ihr Kind zu finden. Nee, die haben mich dann schon gefunden. Also. Ja, dann haben sie mich ins Internat geschickt, dann habe ich die Schule angezündet, bin abgehauen. Warte mal, und dann hast du die Schule angezündet? Ja. Ja, wieso freue ich eigentlich noch? Und bin abgehauen und bin zurück. Zur Gang. Dann haben sie die Gang gewiped und ich bin nach Moskau. Oh, den Rest kennst du. Gottes Willen. Und jetzt aber dieses Ersatzkind. Naja, die haben natürlich, ich sag mal, eine Firma oder ein Konzern wie Rabutnik kann es natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass die mittlere Tochter derart aus der Art schlägt. Das heißt, bei dem Feuer ist diese Tochter irgendwie schwer verletzt worden und lag jahrelang im Koma. Und dann ist sie, ich glaube, das war sogar in den Nachrichten vor ein paar Jahren, ist sie dann zufällig bei einem Attentat ums Leben gekommen. Da wollen sie dich dann doch loswerden, bevor es jemand merkt. Die nicht. Naja gut, da will ich eigentlich gar keine Details. Ja. Wenn die jetzt merken, guck mal, ich habe sie doch hier gesehen bei dieser Straßenschlacht, da stand sie doch ganz vorne mit der Schrotflinte und hat alle weggebumst. Ich weiß nicht genau, ob... Also ich sag mal, meine DNA sollte vielleicht nicht unbedingt in deren Hände gelangen und ich meide regelhaft Rabutnik-Läden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie das wirklich checken, ist glaube ich nicht so hoch. Es sei denn, wie gesagt, die kommen irgendwie an meine DNA ran. Hast du schon mal über eine Gesichtsrekonstruktion nachgedacht? Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Ich war 13.
Ja. Ich meine ja nur, es gibt da Methoden, die sind auch so problemlos, dass es für einen Magier kein Problem ist. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es problematisch ist. Hm. Sie haben überhaupt kein Interesse mehr daran. Warum sollten die? Naja, wenn sie es zufällig mitkriegen, ist es immer noch besser, kurzzeitig in Interesse, ist auch egal. Okay, wir wissen davon. Vlad, Alex, Kaban und der Schwede. Na gut. Alles klar, danke. Sie nickt. Wenn mal irgendwas ist in der Richtung, dass du vermutest, sofort bitte, ne? Na klar. Deswegen habe ich es dir ja jetzt gesagt. Mhm. Gut. Nicht nur deswegen, aber das ist auch ein Grund. Wir müssen mal irgendwann was vorinstallieren, dass wir eine schnelle Möglichkeit haben, jemanden aus der Stadt zu bumsen. Also zu kriegen, der direkt hier in die Kolonie rüberfährt. Wo der ganze Weg schon durchgeplant ist mit einzelnen Stellen zum Untertauchen zwischendurch und ne? Hm. Ja, aber ich denke, da setzt du dich am, oder das machen wir am besten mit Vlad zusammen, der kennt die Routen am besten und mit einem von denen. Nee, ich würde das mit Vlad und noch jemandem machen. Und dir dann sagen, wie es alles läuft, da ist ja zurzeit genug zu tun. Ja. Gut, die anderen müssen dann erstmal nichts davon wissen. Ja, nö. Okay, na, da haben wir doch heute noch einiges geschafft. Ja, Häkchen auf der Liste. Schön. Er wird die Tür öffnen, raustreten, davor stehen die beiden Alten und Propellern vollkommen nackend. Ist es schon Zeit? War keine gute Idee. Jo, ist es. Aber wir machen die ganzen Sachen draußen, damit ihr das allen zeigen könnt. Los. Oh, Backe. Kaban ist dann fertig und darf auch ins Bett gehen, wenn er möchte. Ja, ich gehe ins Bett. Das war ein bisschen viel für den Tag. Das war eigentlich ein bisschen wenig. Die Hälfte ist doch weg. Ja, aber das ist ja das Problem. Ach so. Das irritiert ihn. Scheiß Drogen. Okay. Scheiß Drogen. Was auch immer das war. Kaban wird erstmal in Ruhe gelassen. Ja, das ist zwar nett von euch. Nicht wahr? Dann würde ich sagen, können wir an der Stelle auch Schluss machen. Das ja. Könnte man tun, ja. Ah, Moment. Ich sag mal, dieses Arrangement galt aber jetzt nicht für Jojo, oder? Die kann sich noch weigern. Sie hat die Möglichkeit, sich zu weigern. Hä? Wovon sprichst du? Von der täglichen Inspektion. Du wirst dich doch nicht vor dem anderen Chef humiliaten. Bist du bescheuert? Das meine ich ja. Aber der wird dir einbläuen, dass wenn du leicht verletzt bist, du auf jeden Fall die Art der Verletzung beschreibst und ihm überlässt, ob das relevant ist oder nicht. Mhm. Jodi. Oh, Schluss. Sehr schön. Habt ihr die Nuancen in Flummis Spiel bemerkt? Na also, wie die Kaban abgewiegelt hat. Da passiert schon nichts. Was soll denn da? Die macht doch nichts. Die Albina, die hat doch nie irgendwas gemacht. Und jetzt war erst recht nicht. Die hat den armen Burschen einfach geopfert. Das war der doch Wurst. Ich weiß, ich habe das meiner Ansicht nach schon im Spielamt gesagt, aber es muss wiederholt werden. Weil ich glaube, dass das nicht immer für alle offensichtlich ist, was die Franzi eigentlich für eine träge kleine Hure ist. Einfach den Kaban wegmöbeln für nix, für Albina.
die sie dann wegsperren will. Also das heißt, sie respektiert doch nicht ihre alte Freundin aus der Klapse. Wird Zeit, dass es mit ihr zu Ende geht. Die muss ich auf jeden Fall umlegen, die Alter. Ich meine natürlich, in der nächsten Folge ist meiner Ansicht nach der Beginn des letzten Runs. Und ja, ich weiß immer noch nicht genau, warum Kavan sich überhaupt bereit erklärt hat, sich voll zu lasen, aber okay. Ich fand's ganz witzig. Ach nein, dann ist nächste Woche doch noch nicht. Stimmt, nächste Woche ist überhaupt noch nicht der letzte Run. Nächste Woche ist erstmal Kavan'sche Komplettvernichtung. Das war lustig. Das wird gut. Bis dahin, ihr... was ist das? Ihr Kokosriegel.